Da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe ihn nochmal dabei. Gut, doch. Nach langer Zeit nochmal. Und wir gucken uns an Maverick gegen Reanimator. Und es geht direkt los. Reanimator hier tatsächlich, glaube ich, schon mit Atraxa. Maverick in diesem Fall tatsächlich die neue Version mit diesem Fiend Artisan. Ach, mit Markenhunter nehmen und tralala. Ja, vor allem mit so einer Art Pot-Geschichte, dass du dich halt durch dein Deck poddest. Ach ja, stimmt. Ja, super interessant. Der ist doch schon relativ alt, oder? Ikoria. Boah, ja. Ist aber eine spannende Liste, weil es eben zum Beispiel sowas spielt statt Mutis. Oh. Also wirklich, wirklich spannend. Oder zusätzlich zu Mutis, da ist auch ein Grist auf der Hand. Bei dem Reanimator-Spieler sehen wir halt, da ist die Atraxa angekündigt. Oh, nice. Petal. Da hast du nicht so die geilen Start, die man haben will als Gegner. Ja, da war der gerade Go, sehen. Weiß? Nee, der hat den Trigger vom Dings angesagt. Ach so, ja. Weil du hast ja einen Non-Creature-Spell, da triggert der. Ja, genau, Non-Creature-Spell triggert der. Ja, ja, okay, aber Maverick hat halt auch Swords. Wenn der jetzt Turn 1 was raushaut, kann das halt auch sein, dass da ein Swords reinfliegt, ne? Ja, aber auf der anderen Seite ist halt jetzt irgendwie so ein ist noch ein Dark Red, Alter. Kann der ja beide kriegen, wenn er richtig Bock hat. Ja, je nachdem, was er zieht. Kann es wirklich sein, dass er jetzt beide kriegt. Da kommt das Dark Red. Jo. Da ist ein Axiom. Ja, beide Spieler kriegen eine Kreatur wieder. Das ist halt, wenn jetzt das halt die Atraxa oder ein Grusel-Daddy. Der hat einen Swords auf jeden Fall. Die Grusel-Daddy, okay. Ja. So, Grusel-Daddy zieht jetzt halt 14 Karten. Oh, das ist ein Turn 1, den wir mal als Gegner nicht haben. Das ist ein richtig krasser Turn 1. Vor allem nicht als so ein faires Deck wie Maverick. Ja, das stimmt. Der muss auf sein Sideboard hoffen. Ja. Da sehen wir ganz viele schwarze Karten. Das sieht noch aus. Ist da noch ein Looting auf der Hand? Ist noch ein Looting. Wichtige Frage ist halt, ob sowas wie ein Animate Dead oder so noch darauf ist, weil er hat noch 2 Mana übrig für noch eine. Noch ein Reanimate Spell. Ja, das wäre schon krass. Und dann die Atraxa halt und. Oh, ui, ui. Da passiert ein Entomb. Warum Entomb? Man hat doch eine Atraxa drin. Ja, man kann jetzt die Emissary rausholen und instant ansagen. Wenn man das auf dem Schirm hat und reinkriegt. Also auf jeden Fall auch eine Emissary. Ja. Aber das ist halt so, das passiert aber auch so. Das passiert alle 2 bis 3 Tage. Das passiert halt gegen einen, aber auch nur gegen einen Spieler, gegen einen Gegner, der keinen Force und keinen Daze spielt. Ansonsten, ja, Daze wäre egal gewesen, aber Force hätte halt auch schon Feierabend machen können. Ja, das stimmt. Force hätte genau beim Looting Feierabend gemacht. Da war wahrscheinlich ein Reanimate. Ja. Jo. Emissary gibt Schutz vor Instant und dann ist halt einfach rum. Ja, da machst du halt auch nicht mehr viel. Ne? Dann verliert er noch wie viel Leben? 7? Ja. Eieiei. Das ist wirklich, also das sind, wie gesagt, Starthände, die sieht man selten, die tun halt richtig weh. Da hast du auch keinen Spaß mehr. Nee. Nur Unharmon ab. So die fairen Kreaturen. Stehst halt da und denkst dir so, Ich meine, selbst wenn der jetzt nicht instant angesagt hat, was willst du denn da machen? Du kannst ja keine 2 Swords da reinwerfen. Die Leben kriegst du Leben nicht mehr da raus. Ja. Das ist rum. Ui, das war ein schneller Turn 2 Konzil. Ja, auf der anderen Seite ist es halt auch Reanimator. Reanimator struggelt ja auch eher Game 2, Game 3. Ja, also ganz selten, glaube ich. Das ist eine Surgical, die reinkommt auf jeden Fall. Also ich glaube, da brauchst du ganz spezielle Decks, dass du da Game 1 wirklich gut gegenstehst. Stimmt. Okay, da war tatsächlich auch der Ding, wurde auch reingenommen. Das sind 2 Paths. Endurance sind sehr gut. Ja, Stony's Silence. Also oben mit Sonnenstill würde ich auf jeden Fall reinnehmen, glaube ich. Ja. Weil wenn man die halt gerade im Start im ersten Zug hinbekommt, macht der Gegner halt langsam. Und alles, was du als Maverick-Spieler möchtest, dass der Gegner langsam spielt, damit du ihn halt überrennen kannst. Puh. So, ein Jailer.
machst du denn als Reanimate-Spieler? Boah, du könntest halt Magus of the Moons reinnehmen. Oh. Deutsche Worldwalker. Ja. Irgendwas in dieser Richtung würde ich halt tatsächlich, glaube ich, machen. Hm. Weil ansonsten... Ja, das stimmt schon. Ja, ich kann da Zeitboard von Reanimate nicht. Du hast so 2 bis 3 Doties, Snuff-Out, 2 Stück, 3 Magus of the Moons, ein paar Leylines, glaube ich. Vielleicht noch sowas wie Collective Brutality? Nee, hast du keinen Platz für. Was du halt hast, ist Wear and Tear, glaube ich, noch. Stimmt, ja. Ja, sowas in der Richtung. Würde ich tatsächlich wahrscheinlich eh boarden. Wear and Tear ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ich weiß so, hey, Surgical oder Leylines. Ja, ja, aber bei Maverick ist die Chance eigentlich hoch, dass die entweder ein Artefakt mit reinnehmen oder halt ein Enchantment. Ja, also er hat halt den Fiend Anderson noch nicht gesehen gehabt. Mhm. Was halt sehr gut ist. Ist halt die Frage, ob man da überhaupt hinkommt. Hm. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, eine Fetch. Das ist jetzt ist die Frage, womit man startet. Das ist eine Talia, also eine Mina HK. Ja, stimmt. Talia. Das ist die Bayer-Box-Promo, das es war. Die ist hübsch. Ja. Das ist nicht die Dracula-Version. Mhm. Aber gut, die kann halt auch, wenn sie schnell kommt, gegen Reanimator ganz gut sein. Aber ja. Das ist ein High Rock, der macht nicht viel. Mana Acceleration. Wobei das schon ein guter Start ist. Also willst du ja schon Mana acceleraten. Und wenn Reanimator nicht Turn 1 umfährt, dann funktioniert das halt auch. Wenn. Das wird knapp geopfert. Dark Rit ist schon mal eklig. Ja, ist nie gut. Ein Entomb. Auch nicht gut. Wenn der Gegner schon nur nickt. Und den Kopf in die Hände legt. Oh. Das ist halt die Frage, wenn es ein Reanimate hat, nimmt man wahrscheinlich die Atraxa. Hm. Wenn man sowas wie ein Animate Dead oder einen Exhume hat, nimmt man wahrscheinlich eher ein Grusel-Daddy. Uiuiui. Kommt der Daddy. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Nur nicht. Ja, Maverick könnte auch noch Fairies spielen. Ja, das stimmt. Oder halt Surgicals oder halt irgendwas. Aber aktuell... Ja, wobei, man muss dazu sagen, bei uns rennt ein Reanimate-Spieler rum. Ich habe an dem Tag auch Reanimator gespielt. Okay. Und auf die Fresse bekommen. Ja, ich habe voll auf die Fresse bekommen. Wow. Okay, Unmask dich. Ja, ist halt... Surgical deinen Grizzlebrand. Ja. Das macht man halt, bevor man Entomb spielt. Ja, sehr schlau. Ja. Wenn du den Discard hast, dann knallst du ihn davor raus. Ja. Ja, aber jetzt hast du 2 Reanimate-Spells und kein Target. Ei, caramba. Nee, das musst du auf jeden Fall andersrum spielen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig widerlich. Vor allem hat kein Land mehr, oder? Nee. Man hat faktisch nichts. Ach, du Kacke. Oh, die hätte ich nie gehalten. Der muss ja nur ein Removal und ein Disruption haben. Und dann ist die Hand totaler Kappes. Nö, du ziehst ja 7 bis 14 neue Karten. Also ich hätte die Hand auf jeden Fall gehalten. Hätte aber das Unmask als allererstes gespielt. Ja, stimmt, du kriegst, der Gegner geht ja erst in seinen Zug und kann dann erst zum Beispiel removen. Ja, genau das. Und du gehst halt auf 7 bis 14 Karten. Und da war ein Magus. Da war tatsächlich ein Magus. Das war kein... Oh, wow. 2 Grizzle-Daddies nur noch. Spannende Sideboard-Option. Hoffentlich hat er keinen übersehen. Ja, das glaube ich nicht, aber kann passieren. Warum zeigt er jetzt? Wegen Unmask. Da ist eine Mina Harker. Ein Wasteland, den kannst du dir gerade klemmen. Ein Green Sun Zenith. Und ein Fetchland, ja, dann ist da die... Boah, die Mina, ja, jo, die macht ja am meisten, ne? Den Zenith holt halt. Den Fiend Artisan, was du nicht weißt. Ja, aber ja doch, den hochzupotten macht schon Spaß. Doch, stimmt. Ja, würde ich machen. Ei, caramba, ey. Der macht ja jetzt gar nichts.
Ne, man steht hier mit ziemlichen Pistolen voreinander, ohne abzuschütteln. Ja, der hat sich gerade die Hose runterziehen lassen. Die Frage, was man jetzt überlegt, hat immer noch 2 Mana animated. Lol. Animated Talia, was? Oder Reanimate Talia, das ist ja noch viel schlimmer. Weil du nimmst dir halt jegliche Art, jemals wieder irgendwas zu spielen in diesem Deck. Ja, Hauptsache, ja. Nee, du machst halt danach nichts mehr. Ja, aber du machst ja so auch nichts. Ja, ja. So machst ja. Du wenigstens etwas. Ja, uff. Oh, wäre schon traurig, wenn das passiert. Oi. Ja, Wasteland, Fetchland, Green Sun. Green Sun kann halt immer noch den Feed anders empfinden. Kostet nur einen? Ja. Ui. Ich meine, der kostet 2. Oh, 2 muss halt eine Runde warten. Ja, macht halt auch nichts, ne? Ja. Also, das ist jetzt halt. Ach ja, das ist wirklich heftig. Also, da sieht man halt wieder, auch Reanimator muss halt, also gerade Game 2 und Game 3, so safe spielen, so durchgehend gute Entscheidungen treffen, dass du halt nicht einfach nur verlierst. Och Gott, ey. Bei diesem Minahaka könnte, also diese Talia Guardian Frame, könnte halt einfach ein Grizzle, der designt, der könnte einfach 14 Karten haben. Ja. Hätte einfach nur anders gesequenced. Ja. Das ist so krass. Ui. Ich finde das immer wieder krass zu sehen. Es freut mich immer wieder, wenn sowas passiert. Nicht für den Spieler oder die Spielerin. Hauptsächlich tatsächlich, weil man eben zeigen kann, auch solche Decks sind nicht so einfach runterzuspielen. Ja, also nichts. Also ich finde, in Legacy gibt es, glaube ich, kein Föhn-Deck. Wenig. Also man muss immer irgendwas haben oder zumindest die Gegner-Decks kennen oder wissen, was die Gegner gerne tun können. Und Sequence muss man trotzdem selber irgendwie haben. Ja, das ist aber zum Beispiel auch so, aber das wird Ben so schnell nicht nochmal passieren. Nee. Bestimmt nicht. Ja. So, jetzt könnte man Green Sun Zenith für den Artisan machen. Ja, jetzt kann ich mir überlegen, wie Ben da jetzt noch rauskommt, aber mit ganz viel Zeit, aber die wird, okay. Die wird den. Da fuck. Ach, man will vielleicht. Auf den Knight gehen. Ja, wahrscheinlich. Den Knight, damit man im Zweifelsfall noch einen Buyuka-Bock offen hat. Vielleicht. Oder halt. Man hat auch noch 2 Länder auf der Hand. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch sein, dass man hier ausgedünnt hat einfach. Grief den Gegner. Das ist natürlich stark, wenn jetzt der Green Sun rausgeht. Der Green Sun geht, das ist natürlich gut, ja. Ja. Aber das ist halt auch, auf der anderen Seite muss man einfach sagen, da hauen sich jetzt zwei wirkliche Leute, die nichts an Bord haben. Die spielen alle mit den Karten von dem Merrick-Spieler. Once upon a time, eine gute Karte. Wenn die 3 Mana kostet, ist sie noch besser. Yes. Tatsache, die spielen jetzt alle mit den Karten von dem Merrick-Spieler. Ja, ja. Das Board steht nur voller Karten von Merrick-Spieler. Und der. Warum greift der denn nicht einfach mit dem 1-2er an? Das ist ein Path. Den kannst du nicht spielen. Das ist ein Knight. Knight willst du ja haben. Ich verstehe jetzt. Ja, okay, er kann keinen. Er hat noch eine Handkarte. Wo hat. Die Handkarte ist ein Land. Die Handkarte ist ein Forest, den er nicht spielen kann, weil der so schon Land gespielt hat. Nee, ich meine den Reanimator-Spieler. So, ja. Weil dann hätte ich den End of Turn gespielt. Ja, ich auch. Weil wenn die jetzt nochmal einen Grief frisst oder einen Unmask, ist halt richtig bitter. Ja, Unmask wird nichts, aber ein Grief. Ja, es muss eindeutig Grief sein, sonst macht es mit Mana keinen Strich durch die Rechnung. So langsam könnte der Reanimator aber auch mal eine Karte ziehen, also ein Land ziehen, sonst wird er dir gar nichts mehr. Ja, ein Land bringt dir halt genau gar nichts. Und dann sitzt der Gegner da mit seinem Wasteland. Noch ein Knight. Jetzt übernimmt das tatsächlich. Da ist noch ein Wasteland. Oi. Das ist schon spannend. Weil das so starrt, sich zu erholen und trotzdem wieder heranzukriechen, das ist schon stark. Das ist schon ordentlich, ja. Knight, genau. Hier würde ich das Wasteland spielen. Ich biete für einen.
Geht auch 17. Ja, hier würde ich Wasteland einfach spielen, damit du es im Notfall einfach selber einfach alles wegwastelanden kannst. Ja, der macht mit einem Land eh nichts und wenn er dann nicht Standardland spielt oder nicht Fetch, ist halt irgendwie kacke. Ja, das ist dann richtig kacke. Noch ein Wasteland, ach du Kacke. Mm. Wow. Und noch ein Knight. Ja. Das ist schon ziemlich sick. Der Knight ist 1, 2, 3, 4? Ich glaube 4. Nee, 3. Das heißt 5. 5, 5 ist der Knight. Das sehen wir jetzt, wenn da... Ne, da wird die wahrscheinlich die Dings reingehalten, oder auch nicht? Ist jetzt auf 12? Ja, sollte jetzt auf 12 runtergehen. 11. 11, okay, dann ist der 6-6. Und noch ein Knight. Und noch ein Ding. Kennst du übrigens meine Handkarte? Die nennt sich Knight of the Reliquary und schneidet dich nächste Runde. Brei, ja. Gap. Das ist wirklich krass. Oi. Ja, und so kann halt Reanimator auch fällen. Deswegen, ich finde es so spannend, dass halt hier gerade die zwei absoluten Extreme des Formats Legacy gezeigt werden. Ja. Auf der einen Seite jemand, der halt in der ersten Runde einen Mana-Dog spielt und einfach fair and square Creature quer ins Gesicht legt. Auf der anderen Seite ein Combo-Deck, was halt versucht, möglichst schnell, möglichst fiese Karten zu spielen. Und ja, also das ist schon cool. Ich glaube, das Unfairste, was Maverick spielen kann, ist Gaia's Cradle. Nagdorf-Kombo. Ja. Die kann auch relativ unfair sein, wenn die einfach von der Top einfach runtergezogen wird. Das stimmt. Aber das... Ja, sonst, ich glaube, Sideboarding ändert sich nichts zwischen Game 2 und Game 3. Ich glaube nicht, dass du on the draw oder on the play Entscheidungen hast. Nee. Anders als in vielen anderen Decks. Da ist ein Containment Priest. Oh ja, stimmt. Den haben wir ewig nicht gesehen. Vergessen. Ewig nicht gesehen, die Karte. Hat dann Mulligan genommen. Mhm. Auf beiden Seiten tatsächlich. Ist die Frage, wird mehr verkraftet, besser verkraftet? Ja. Oh, stimmt, Reanimated darf jetzt nicht. Ja, Reanimated auch. Es wird immer schlimmer. So, auf jeden Fall Caracas, Containment Priest und so ein paar Hate Pieces sind auf jeden Fall. Ja, Caracas ist halt mittlerweile schon fast. Ist sehr obsolet geworden. Allein deshalb, weil sie halt die 1 bis 2 Atraxa und dann die 2 bis 3 Grizzlebrände. Und das war's. Alle anderen, der Archon ist non-legendary, Emissary ist non-legendary. Das stimmt. Das ist einfach krass. Das war dumm. Vor allen Dingen, der Archon macht auch noch so viel. Ja, ja, ja. Damage, Lifelink, Card Draw, Discard, alles. Habe ich heute noch gegen gespielt, als der Showntell-Spieler den hatte. Ja. Super. Ja, deswegen. Auch da Modern Horizon einen starken Einfluss. Mm. Da geht die Atraxa. Oh, das schöne Full Art. Yes. Und Unmask. Das ist spannend, da muss man sich seiner Sache schon relativ sicher sein. Da muss die Hand schon gut sein. Ja. Man lässt den Gegner noch zum Zug kommen. Okay. Hm. Das ist ein Endurance. Die Endurance ist schon ganz gut. Ja. Die macht auf jeden Fall den nächsten Reanimate schon mal madig. Würde ich auch tatsächlich einfach bis dahin warten und dann gebe ihm. Ich würde hier wahrscheinlich aber mit dem Fetchland starten und dann sagen, go. Ja, das Caracas kannst du hin am Berg lassen oder auch nicht. Weil, eigentlich kann man das auch eigentlich so schön reinlegen. Noch verstecken, ja. Man kann es halt wirklich noch lange verstecken. Aber, ja. Hm. Swamp. Swamp Go. Nee. Ich vermute mal, hier kommt entweder ein Discard oder ein Reanimate Spell, wenn man schon Unmask abwirft. Ja, oder man war all in auf die Atraxa, ne? Jo. Exium. Oh, das ist nein. Jetzt richtig gut. Das ist jetzt richtig gut. Das heißt, man kann jetzt das Ding reinsetzen, seinen Friedhof drunter mischen. Dann ist das Ding im Friedhof und man bekommt ein gratis 3-4er. Gratis 3-4er und theoretisch kannst du so machen, dass in beiden Friedhöfen nichts mehr wäre, wenn du selber noch was drin hättest. Ja, genau. Ist halt nichts drin. Dementsprechend passt das schon ganz gut.
Oh. Also das ist schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Und ja, das sind halt... Ja, dann kommt der wieder, dann hast du einen Caracas und ein Dings. Ah, super. Ja. Und der wird auch noch drunter gelegt. Ja, wobei, ja, macht keinen Unterschied, glaube ich. Ja. So gut. Was zur Hölle? Uiuiuiui. Beat für 3 gibt man hier auf 16. Das ist halt auch die Frage, hätte man vorher die Chance gehabt zu gucken. Und man hat den Container Priest jetzt safe. Das sieht richtig scheiße aus für Reanimator. Oh, da wüsste ich ja. Nicht viel, was da noch schief gehen könnte. Nee, das sieht richtig mies aus. Vor allem, er hat ja Flash. Ich meine, man kann jetzt Natalia versuchen, aber ich würde jetzt einfach hingehen, wird jetzt End of Turn dann den Dude legen. Also den Container Priest. Jo, den kannst du reinknallen. Ja. Vor allem hat Reanimator im Sideboard irgendwas, um sowas wegzubekommen? Snuffouts. Wow. Ja, Snuffout wird sowieso so krass viel gespielt. Ich meine, die Karte kostet halt irgendwie zwischen 10 und 12 Euro mittlerweile. Ja, das stimmt. Echt viel gespielt wird. Da kommt der End of Turn Modern Fetch. Ja, aber wenn er Dings noch reinschmeißen will. Ja, Contain Priest. Dann hat der Fetch sogar. Das ist halt ein bisschen schade, weil man halt nicht irgendwie den Gegner surprisen kann damit. Ja. Auf der anderen Seite, ja. Das wird jetzt halt für den Reanimator-Spieler immer, immer ekliger. Yes. Die Hüllen, ey. Auch sehr, sehr gut. Die Mother of Dragons oder sowas heißt die, glaube ich. Ja, ist, glaube ich, abgewandelt von irgendeinem Dings, irgendeinem Gemälde. Genau, und dann bieten wir 5. Ja, dann 5, ne? Gehst du auf 11. Dann würde ich für 2 wahrscheinlich Italia spielen. Ja, ziemlich safe. Der andere macht nur einen Artefakt oder Zauberung kaputt. Ja. Das ist aktuell total egal. So viel, genau. Aber so ein Animate Dead kommt auf einmal angeflogen und das sehe ich aktuell nicht passieren. Go, hat er gesagt. Spannend. Vielleicht will man das Land auch von der Karte zu ziehen. So gibst du dem aber noch einen Zug länger. Nee, gibst du nicht. Ob du jetzt fürs 7 haust oder die Runde danach, ist egal. Ach, er hat noch einen Once Upon a Time, okay. Das sind auf jeden Fall die guten. Das ist ein Knight, das ist ein Land. Noch eine Minehake, noch ein Land, okay. Ja, nein. Würde ich den Knight nehmen. Alleine, weil man damit halt auch Byuka-Bock und so weiter raussuchen kann. Mm. Und das ist ziemlich gut ist gegen Reanimator. Surprise! Das ist eine Idee, ja. Hm. Du kannst halt, nee, diese Runde kannst du leider nicht beides legen. Mm. Das wäre zu schön. Das ist die Frage, was besser ist. Ich glaube, tatsächlich fast schon die Tarnia. Weil die interruptet den jetzt. Dann kriegt man ja noch einen Schaden. Wird hier ähnlich gesehen. Und dann, du hast noch, achso, ist der Typ immer noch der Typ, der ja. Day-Night. Ja, da kommt aber Reanimator nicht raus. Ich hätte keine Ahnung, wie. Der müsste ja erstmal den Containment Priest wegkriegen. Und danach genug Mana haben. Ja, ja. Da ist der Conceit. 2-1 Maverick, mega. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.